Sehr geehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Ich würde gerne mit der Sitzung fortfahren. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN betreffend Kinderarmut als Schwerpunkt der Landessozialberichterstattung, Drucksache 19/4871. Wer die Dringlichkeit bejaht, ich sehe, das ist der Fall, dann wird dieser Top 62 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 25 aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Ich rufe Tagesordnungspunkt 25 auf, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend für einen Aktionsplan gegen Kinderarmut, Drucksache 19/4818, wird zusammen jetzt aufgerufen mit Top 62, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN betreffend Kinderarmut als Schwerpunkt der Landessozialberichterstattung, Drucksache 19/4871. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Als Erster hat sich Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Was sind arme Kinder? Das sind ganz sicher die 500.000 Kinder in Ostafrika, die schon an schwerer Mangelernährung leiden, und demnächst 20 Millionen Menschen, die vom Hungertod bedroht sind. Hier hat die Weltgemeinschaft die Verantwortung, die Menschen nicht nur davor zu bewahren, zu verhungern, sie muss ihnen auch die Lebensgrundlagen ermöglichen, sodass sie für ihr Überleben sorgen können. In Deutschland sieht Kinderarmut anders aus. Da geht es selten um das nackte Überleben, sondern eher um ein gesundes Leben mit den gleichen Möglichkeiten, die Kinder aus anderen Familien haben. Die Erkenntnis setzt sich langsam durch, dass Kinderarmut auch in Deutschland wächst. Selbst der Koalitionsvertrag der Regierungsfraktionen im Land fand dafür eine kurze Erwähnung. Und wir haben auch einen Antrag, in dem auch Sie das anerkennen. Beeindruckt hat mich im Januar dieses Jahres ein Artikel in der Zeit mit dem Titel „Jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm“ von Julia Friedrichs, die seit 10 Jahren über dieses Thema schreibt. Sie schreibt über Janina, deren Eltern eine Woche vor Monatsende kein Geld für Essen und Windeln haben, über Sascha, der sagt, wenn ich den Hauptschulabschluss schaffe, dann kann ich ja höchstens Kloputzer werden, oder über Erkan, der gern so viel lernen würde wie die Kinder aus dem Altbauviertel, die in eine bessere Schule gefahren werden. Fast jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in einer Familie, die mit 60% des mittleren Einkommens auskommen muss. Im Regierungsbezirk Kassel liegt die Quote mit 19,3% fast ebenso hoch. Es gibt aber hessische Kreise und Städte, da sind bis zu einem Drittel der Kinder arm, und das in einem reichen Land. Wir sehen darin einen Skandal. Interessant sind die Reaktionen, wie die Zeitjournalistin erlebt, wenn sie über Kinderarmut spricht. Es wird bedauert, natürlich auch von Politikerinnen. Oft werden die Eltern dafür verantwortlich gemacht, weil sie arm oder krank oder arbeitslos sind. Dann gibt es Bestürzung, aber es folgen keine Taten, höchstens Almosen. Dabei wäre es so einfach, dafür zu sorgen, dass Kinder nicht arm bleiben müssen. Der erste Schritt wäre, die Familienleistungen wirklich denjenigen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen. Der Bundesvorsitzende des Kinderschutzbundes hat in der letzten Woche das ziemlich genau auf den Punkt gesagt. Er hat gesagt, der maximale Effekt bei Ehegattensplitting ist mehr als 10-mal so hoch wie die maximale Wirkung bei Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Man kann sich das verdeutlichen, wenn man vergleicht, was Menschen ohne Kinder bei einem Jahresbrutto von 30.000 über dem Existenzminimum übrig haben und wie das bei Menschen mit Kindern ist. Im ersten Fall ist es bei der Familie ohne Kind 5.700 € im Jahr. Bei der Familie mit einem Kind sind es nur noch 1.080 €. Bei 2 Kindern geht es bereits ins Minus. Bei 3 Kindern minus 8.400 € und so weiter.
Gefördert werden kinderlose Haushalte und Haushalte mit hohem Einkommen. Letztere können nicht nur die Freibeträge für Kinder, sondern auch Betreuungskosten in Höhe von 4.000 € und Schulgeld für private Einrichtungen bis zu 5.000 € im Jahr steuerlich geltend machen. Das sind Zahlen, die der Kinderschutzbund ermittelt hat. Der ist bestimmt nicht Teil der LINKEN. Es wundert nicht, dass Kinderarmut bei diesem Steuer- und Sozialsystem bei Alleinerziehenden, Familien mit mehreren Kindern und Menschen mit niedrigem Einkommen besonders häufig vorkommt. Ein völlig ungerechtes System, das dazu führt, dass Kinder aus reichen Familien bessere Startchancen haben als Kinder aus armen Familien, die mit den Folgen von Kinderarmut zu kämpfen haben. Wenn sich die Landesregierung nicht den Vorwurf gefallen lassen will, dass sie das bewusst tut, dass sie selektiert in die Kinder und Jugendlichen aus wohlhabenden Familien und in die aus armen Familien mit prekären Lebensverhältnissen, sollte sie schnellstens Maßnahmen gegen Kinder- und Jugendarmut entwickeln. Diese bewegen sich auf zwei Ebenen, die parallel entwickelt werden müssen. Das ist zum einen die Entschärfung der Folgen der Kinderarmut und zum zweiten die gesellschaftliche Umsteuerung, damit Familien mit Kindern gar nicht erst arm werden. Wir erwarten von der Landesregierung die Vorlage eines Aktionsplans gegen Kinder- und Jugendarmut, der allerdings nicht im stillen Kämmerlein gemacht wird, sondern unter der Beteiligung der Akteure der Kinder- und Jugendhilfe und natürlich der Kinder selber, denn sie sind die Expertinnen und Experten in der eigenen Sache. Sie sollen nicht die Maßnahmen, die an irgendeinem Ort in diesem Bundesland sicher durchaus erfolgreich funktionieren, aufzählen, sondern die Maßnahmen planen, die flächendeckend im ganzen Land dafür sorgen, dass die frühkindliche Bildung für alle zugänglich und gut ausgestattet ist, dass im gesamten Bildungswesen die Nachteile von geringem Einkommen dadurch ausgeglichen werden, dass keine Kosten für Mittagessen und Lernmittel sowie Fahrtkosten entstehen und Kinder eine Förderung erfahren, die etwaige häusliche Nachteile ausgleicht. Der Aktionsplan soll sich damit beschäftigen, wie das Recht der Kinder auf Gewaltfreiheit gewährleistet wird, wie Kinder aus Familien mit geringem Einkommen eine kulturelle und sportliche Förderung erhalten, wie sie Zugang zu Freizeitangeboten bekommen. Ein wesentliches Thema für Familien, gerade in Südhessen, sind die hohen Mieten und Nebenkosten. Hier geht es darum, dass Kinder in ausreichend ausgestatteten Wohnungen aufwachsen können, die ihre Eltern auch bezahlen können. Es geht um die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, sich im öffentlichen Raum zu treffen und ihre Zeit gemeinsam zu verbringen. Aufgrund der kommunalen Finanzmisere sind doch die Öffnungszeiten schon enorm eingekürzt worden, oder es gibt gar keine Jugendräume mehr. Es geht auch um Bibliotheken und Schwimmbäder, die kostenlos oder sehr kostengünstig für Kinder und Jugendliche zugänglich sein müssen und nicht ganz und gar abgeschafft werden. Bereits aus den Schuleingangsuntersuchungen wissen wir, dass Kreise und Städte mit mehr Kindern aus armen Familien deutlich höhere gesundheitliche Einschränkungen, beispielsweise auch in der Sprachentwicklung, haben, Koordinationsstörungen haben und es mehr Essstörungen gibt. Dies bestätigt die WHO und das Robert-Koch-Institut. In dem Aktionsplan soll aber auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ihren Platz finden. Sie sind schließlich die Expertinnen. Dieser Aktionsplan dient gleichzeitig der Verhütung hoher Jugendhilfekosten. Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Regionen mit armen Kindern und hohen Jugendhilfekosten in der Folge. Vermeiden Sie doch genau das, indem die Hilfe schon vorher ansetzt, bevor überhaupt eine Auffälligkeit und Schwierigkeiten in der Familie entstehen. Um die negativen Folgen von dem Aufwachsen in armen Familien zu verhindern und abzumildern, ist es die beste Strategie, die Einrichtungen der Grundversorgung für Kinder und Jugendliche kostenlos bzw. kostengünstig zu gestalten. Wenn die Kita kostenfrei ist, dann gibt es keine Diskussion, ob sich die Eltern 4, 6 oder 5 Stunden leisten können für die frühkindliche Bildung. Wenn der Weg zur Schule tatsächlich kostenlos ist, gibt es keine Diskussion darum, ob die ein paar Kilometer weiter entfernt liegende Schule, die aber besser passen würde, zu erreichen ist. Es gibt auch keine Debatten in den Familien darum und den ständigen Streit, ob kurz vor Ende des Monats ein Klassenausflug noch zu finanzieren ist oder ob man noch Hefte und Stifte kaufen kann. Lehrkräfte könnten sich dann auf das Wesentliche konzentrieren und wären viel weniger damit beschäftigt, mit eben diesen Mängeln umzugehen. Wenn die Musikschule kostenlos wäre, dann gäbe es keine Diskussion, ob die Tochter Gitarre und der Sohn Geige spielen ausprobieren kann. Wenn, wenn, wenn.
Aber es ist auch eine grundsätzliche Umsteuerung der Familienleistungen erforderlich. Es gibt Debatten darum, wo liegt das Existenzminimum für ein Kind. Eine gängige Zahl ist derzeit 573 € im Monat. Aber selbst die wird von vielen noch als zu niedrig angesehen. Aber das ist es nicht bei Grundsicherungsbezieherinnen. Die Regelsätze für Kinder im Hartz-IV-Bezug betragen zwischen 237 und 311 € im Monat. Das ist weit davon entfernt. Da ist alles drin, außer Wohnung und Heizung. Und beispielsweise muss auch das Schülerticket hier in Hessen noch davon finanziert werden. Mir konnte auch noch niemand erklären, wie Toilettenpapier, Papiertaschentücher und ähnliche Hygieneartikel, also auch Windeln für Kinder, mit monatlich 2,37 € finanziert werden können. Wie Sie es schaffen wollen, einen 14-Jährigen mit 3,97 € an einem Tag satt zu bekommen, geht auch nicht. Welche Schuhe Sie für weniger als 35 € für einen 16-Jährigen als einmalige Anschaffung im Jahr besorgen können. So kann ein Kind nicht aufwachsen. Das Geld für die Grundsicherung reicht vorn und hinten nicht. Die Regelsätze sind falsch berechnet. Vor knapp einem Jahr wurde ein Aufruf gestartet mit dem Titel „Wir wollen eine Gesellschaft, der jedes Kind gleich viel wert ist“. Viele Organisationen sowie Professorinnen und Professoren fordern eine eigenständige und einheitliche Geldleistung für jedes Kind und jeden Jugendlichen, die mindestens den grundlegenden finanziellen Bedarf für die Existenz und gesellschaftliche Teilhabe der Kinder und Jugendlichen absichern muss. Eine Gesellschaft, der jedes Kind gleich viel wert ist, ermöglicht auch jedem Kind und jedem Jugendlichen den ungehinderten Zugang zu qualitativ hochwertigen Angeboten an Kultur, Bildung und sozialen Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Ich bin gleich am Ende. Der Ausbau dieser Angebote ist dringend notwendig. Außerdem müssen Ansprüche auf Sonderbedarfe der Kinder und Jugendlichen bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Auch wir wollen eine Gesellschaft, in der jedes Kind gleich viel wert ist. Diese Anforderung sollte die Landesregierung auch an sich selbst stellen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Ravensburg von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Willst du sprechen? Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Schott! Die meisten Kinder in Hessen wachsen dank ihrer Eltern sowie Unterstützung durch die Gemeinschaft in einer Umgebung auf, die ihnen gute Chancen für ihr Leben eröffnet. Leider gibt es aber, und auch aus unserem Sinne, eine zu große Zahl von Kindern, die in relativer Armut leben müssen. Frau Schott hat eben darauf hingewiesen, dass es natürlich auch eine noch existenziellere Kinderarmut gibt. Sie leben hier in Deutschland in materieller und seelischer Armut, oft verbunden mit gesundheitlichen Problemen. Ihnen Unterstützung zu geben, das sehen wir als unsere Verpflichtung an. Die CDU setzt sich dafür ein, dass jedes Kind unter Bedingungen aufwachsen kann, die seine Möglichkeiten und Fähigkeiten fördern. Die Bekämpfung von Kinderarmut ist Schwarz und Grün ein wichtiges Anliegen hier in Hessen. So haben wir in unserem Koalitionsvertrag verankert, dass das Thema Kinderarmut ein wichtiger Schwerpunkt unseres nächsten Landessozialberichts sein wird. Zurzeit laufen die Vorarbeiten für den Landessozialbericht auf Hochtouren. Und da verwundert es nicht, Frau Schott, dass DIE LINKE gerade jetzt einen Aktionsplan zur Kinderarmut fordert. Nur ein Schelm ist dabei, der dabei denkt, dass DIE LINKE das Thema eben noch vor Veröffentlichung des Landessozialberichts für sich beanspruchen will. Und da steht vielleicht ja auch ein Bundestagswahlkampf vor der Tür. Und so verwundert es mich auch überhaupt nicht, dass Sie in Ihrem Antrag bundespolitischen Forderungen einen Großteil widmen und auch eben in Ihrer Rede im Wesentlichen auf die Hartz-IV-Reform und die Grundgesicherung eingegangen sind. Doch, meine Damen und Herren, das Thema Kinderarbeit
Armut ist in unserer Koalition zu wichtig, dass wir es jetzt den taktischen Spielchen der LINKEN überlassen wollen. Und deshalb haben wir heute einen eigenen Antrag eingebracht, der noch einmal herausstellt, dass die Chancengerechtigkeit ein ständiges Anliegen unseres politischen Handelns ist. Die Umsetzung von Chancengerechtigkeit heißt eben auch, Verantwortung dafür haben, dass jedes Kind und jeder Jugendliche in Hessen unabhängig von seiner Herkunft die gleichen Chancen haben muss. Und eben deshalb sind wir der Landesregierung dankbar, dass sie im Landessozialbericht einen besonderen Fokus auf die Bekämpfung der Kinderarmut legen wird. Und da nützt es eben nicht allein festzustellen, wie sich die Zahlen von Kinderarmut verändern. Denn zur Beurteilung muss man die Einkommensentwicklung insgesamt, man muss die demografischen Veränderungen und auch die öffentlichen Lebenshaltungskosten beachten. Und ebenso wenig bringt es bei den Veränderungen der regionalen Unterschiede, die Sie in Ihrem Antrag aufgeführt haben, es alleine darauf hinzuweisen, ohne die Analyse, welche Ursachen diese regionalen Unterschiede haben. Sonst könnte ich Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch einmal darauf hinweisen, dass Hessen im bundesweiten Vergleich der Kinderarmut auf Platz 3 nach Bayern und Baden-Württemberg liegt. Doch ich finde, Kinderarmut geht uns alle auch etwas an, auch wenn wir in Hessen besser sind als andere. Die Bekämpfung der Kinderarmut ist ein übergreifendes Thema des politischen Handelns in der Landespolitik. Darauf weisen wir in unserem Antrag durch Nennen der wichtigen Politikfelder auch ausdrücklich hin. Denn wir setzen längst um, was Sie in Ihrem Antrag fordern, Frau Schott, um Kinder- und Jugendarmut zu bekämpfen. Ich will Ihnen das exemplarisch an den von Ihnen geforderten Themen aufzeigen, die ja eben längst Gegenstand hessischer Familienpolitik sind. Sie fordern frühkindliche Bildung und Zugang für alle Kinder, denn das Armutsrisiko steigt, je jünger die Kinder sind. Richtig. Aber das ist in Hessen längst umgesetzt. Wir haben bundesweit nicht nur für die Kinder von 3 bis 6, sondern auch für die unter 3-Jährigen den Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Ich möchte auch hier deutlich erwähnen, es waren eben CDU-Familienministerinnen, die diese Rechtsansprüche eingeführt haben. Und es waren wir auch in Hessen, die diesen Ausbau der Kindertagesstättenplätze gefördert haben. Wir bekommen eine finanzielle Unterstützung vom Bund, und wir tun uns aus Hessen unseren Teil dazu, um den Ausbau der Kindergartenplätze in den Kommunen, in den Städten hier in Hessen zu fördern. Und wir haben auch den kostenfreien Zugang der armutsgefährdeten Kinder in die Kitas. Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan, mit dem wir die frühkindliche Bildung umsetzen, hat immer noch bundesweit Vorbildcharakter. Und wir setzen auch Anreize im Kinderförderungsgesetz, damit der Bildungs- und Erziehungsplan eben flächendeckend in Hessen in den Kindertagesstätten umgesetzt wird. Zum Thema Schule, Frau Schott. Erst vorgestern haben unsere Sprecher bei der Debatte zum Schulgesetz ausführlich auf den konsequenten Ganztagsschulausbau inklusive dem Pakt für den Nachmittag hingewiesen, den die Landesregierung kontinuierlich voranbringt. Sprachförderung und zusätzliche Lehrerstellen aus dem Sozialindex sind nur weitere Beispiele für die Anstrengungen in unserer Schulpolitik. Gewaltfreie Erziehung, da stimme ich zu, ohne Wenn und Aber. Wir haben eben das Kinderschutzgesetz in Hessen beschlossen, mit verpflichteten U-Untersuchungen, mit Familienhebammen und der Förderung eines flächendeckenden Ausbaus von Familienzentren als eben niederschwellige Anlaufstelle für Kinder und ihre Eltern. Und wir haben die Erziehungsvereinbarungen in der Schule. Freizeit, Kultur und Sport. Sie stellen ein Bild, das auf Hessen eben überhaupt nicht zutrifft. Kinder aus armen Familien sind eben nicht ausgeschlossen aus hessischen Sportvereinen, wie Sie es eben gerade gesagt haben, oder finden keinen Zugang zu Musik.
Ich finde es schon ein starkes Stück, welches Bild Sie hier in Ihrem Antrag von den Sportvereinen stellen. Das stimmt einfach nicht. Ich habe vorhin noch mit Horst Klee gesprochen. Der steht gern zu Gesprächen zur Verfügung. Schauen Sie sich doch das Förderprogramm des Landes mit der Hessischen Sportjugend an. Es heißt Sport für alle Kinder, und es hat das Ziel, Kinder aus armen Familien eben Sport zu ermöglichen, ihnen sogar die Sportausrüstung noch zu finanzieren, um ihnen den Zugang in die Vereine zu ermöglichen. Und die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, um auf Hartz IV zu sprechen zu kommen, für Vereinsbeiträge oder die Musikschule, Frau Schott, die ignorieren Sie sowieso aus Prinzip, und Sie wollen dieses Paket ja sowieso abschaffen. Sie wollen einfach das Prinzip zur Hilfe für Selbsthilfe eben nicht verstehen. Und noch ein Punkt. So sind es doch gerade die Sportvereine, auch hier bei uns in Hessen, die ein hohes Maß an Integrationsleistungen jeden Tag für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien leisten. Aus gutem Grund fördert die Landesregierung eben Sportcoaches, die die Flüchtlingsarbeit der Kommunen und Vereine unterstützen. Wohnen und Sozialräume haben Sie erwähnt. Ja, wir haben einen großen Bedarf an Wohnfläche in Hessen. Doch auch hier warten wir nicht auf Ihren Aktionsplan, sondern wir haben im Landeshaushalt Weichen gestellt, um gerade für Familien und Studierende weiteren Wohnraum im städtischen Raum zu schaffen. Die CDU setzt seit Langem auf eine Politik der Stützung von Familien, denn Kinderarmut ist oft auch mit Familienarmut verbunden. Doch nichts ist so gut, dass man es nicht noch besser machen könnte. Deshalb erwarten wir vom nächsten Landessozialbericht detaillierte Hinweise darauf, wo die Ursachen von Kinderarmut liegen und welche Handlungsoptionen wir für unsere künftige politische Arbeit in Hessen haben. Ihr Antrag, Frau Schott, ist jedenfalls nicht zielführend, und deshalb werden wir ihn ablehnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Als nächster Redner spricht nun Kollege Ruck von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Das Thema Kinderarmut geht alle an, und vor allem den Hessischen Landtag an dieser Stelle. Und wir glauben auch, dass es notwendig ist, diesem Thema sich zu stellen. Und, Frau Schott, ich hätte mir gewünscht, wenn Sie über das Thema Armut sprechen, auch ein Stück weit über die Frage, zumindest einmal die Zuhörer zu informieren, wie denn Armut in Deutschland gemessen wird. Also, ich meine, arme Menschen, was man vielleicht sofort im Kopf hat, da gibt es noch einmal in Deutschland, wir haben einen ausgeklügelten Sozialstaat, gibt es schon noch einmal einen kleinen Unterschied. Ich meine, ich will nicht sagen, dass diese Familien viel Geld haben, aber ich möchte trotzdem mal darauf hinweisen, dass unser System schon auch Familien absichert, auch wenn es wirklich nicht viel Geld ist. Ich will deshalb Ihnen auch mal eine Zahl sagen, dann ist es nicht so theoretisch. Eine Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren hat nach den Berechnungen 2015, da hatte ich gerade die Zahlen da, da passiert ja nicht so viel, knapp 2.000 € netto. Das ist nicht viel, und es ist weniger, wenn man in einer Großstadt lebt, und es ist trotzdem nicht viel, wenn man auch auf dem Land lebt. Ich will nur einmal sagen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, über welche Summe redet man denn da. Und ich glaube, das sollte man auch einfach einmal dazu sagen. Ansonsten, glaube ich, ist die Analyse richtig. Es ist extrem unangenehm für uns alle und vor allem für die betroffenen Familien, wenn Kinder in Armut aufwachsen müssen und ihre Lebenschancen deshalb auch beschränkt werden. Das ist eine Aufgabe, der wir uns alle stellen. Es ist aber auch wichtig, mal diese Gruppe sich genauer anzugucken. Wie setzt sich diese Gruppe, diese Familien, wo kommen die her? Aus welcher Gruppe kommen die? Und da ist es etwas, ich glaube, das muss einem noch einmal ganz deutlich gemacht werden. 45% der Kinder im SGB-II-Bezug sind die Kinder von Alleinerziehenden. Das ist eine große
Gruppe, über die wir uns schon oft unterhalten haben und die aber bei der Frage Armut immer noch völlig unverschuldet eine ganz spezielle Belastung haben. Und ich glaube, da muss man hinschauen bei der Gruppe der Alleinerziehenden. Das ist ein ganz großes Thema. Und die zweite signifikante Größe, die einem sofort ins Auge fällt, wenn man sich damit beschäftigt, ist die Frage, haben Familien Migrationshintergrund oder nicht? Auch hier gibt es einen signifikanten Unterschied von Menschen, die von Armut betroffen sind. Also diese zwei signifikanten Gruppen muss man genau sehen, weil man, wenn man dann nachhaltig etwas verbessern will in den Lebensumständen dieser Menschen, natürlich auch versuchen muss, die Instrumentarien darauf abzustimmen. Und darum wäre es natürlich auch schön, wenn der Landessozialbericht schon vorgelegen hätte. Dann hätten wir vielleicht auch noch mit deutlich mehr Zahlen und noch ein bisschen mit mehr Schärfe uns mit dem Thema auseinandersetzen können. Und auch in Hessen, wir haben zwar Statistik ist ja immer etwas Schönes, sie hilft einem manchmal, um seine Argumente festhalten zu können. Aber man muss natürlich schon sagen, dass auch in Hessen die Armut zugenommen hat, auch wenn wir in einem bundesdeutschen Schnitt gut stehen. Und wenn auch die Analyse, glaube ich, relativ auf der Hand liegt, da hätte ich jetzt auch gar nicht in die statistischen Zahlen gucken müssen. Es hängt natürlich auch ein Stück weit mit der Flüchtlingssituation zusammen, die dann eben auch maßgeblich hier eine Rolle spielt. Und wenn man jetzt noch tiefer bohrt und dann sagt, na gut, wie ist es denn dann auch mit der Beschäftigung und der Beschäftigung von Frauen, die zu uns geflohen sind? Und wenn man sich überlegt, ich weiß nicht, wer beim Flüchtlingsgipfel war, ich glaube, es war Ihre Fraktionsvorsitzende, aber da hat der Chef der Bundesarbeitsagentur mal ausgeführt, wie problematisch die Frage ist, Frauen, geflüchtete Frauen, überhaupt diese Beschäftigungsangebote nahebringen zu können. Also was da für Hemmschwellen sind, dass die Männer einfach mitkommen und dann sagen, nö, sie geht jetzt wieder mit. Also dass das nicht ein Einzelfall ist, sondern dass das echt ein signifikantes Problem ist. Also es ist vielfältig. Und es gibt zwei, denke ich, aus meiner Sicht wichtige Punkte, die wir im Auge behalten müssen. Es geht um Alleinerziehende in einem ganz großen Punkt und es geht natürlich auch um Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Wenn man sich die Zahlen anschaut, bei den Familien ohne Migrationshintergrund sind die Zahlen sogar marginal, aber leicht gesunken bei der Kinderarmut. Also, wie gesagt, es ist ein Blick obendrauf, lässt sich auch leicht argumentieren. Wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, sieht man, es entstehen dadurch entsprechende Handlungsfelder. Jetzt möchte ich an der Stelle auch noch einmal auf das Thema kommen, was kann man denn an der Stelle tun? Und die Frage, wir haben das ja beim Bildungspaket erlebt, was ist das richtige Instrumentarium, um hier zu unterstützen? Und da bin ich mit den Vorschlägen, die DIE LINKE hier macht, nicht in allem einverstanden. Weil wir wissen alle, dass natürlich kostenlose Kindertagesstätten jetzt nicht gerade das Thema ist von der Gruppe, über die wir gerade reden. Nein, ist es nicht. Sondern, das bin ich schon gespannt drauf, aber ich glaube, an der Stelle ist die Frage, wie können wir sicherstellen, dass egal mit welchem Einkommen Familien ausgestattet sind, zumindest, und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir uns hier stellen wollen, jedes Kind in Hessen die Chance hat, etwas aus seinem Leben zu machen. Das muss die oberste oberste Zielmarke sein. Und da kommen wir als Staat schon intensiv ins Spiel, weil wir natürlich schon auch, und das kann uns gefallen oder nicht, wir eine große Korrelation haben zwischen der Bildungsherkunft der Eltern und dem Bildungsweg der Kinder. Das gefällt uns vielleicht nicht, aber es ist ein Fakt, den wir nicht wegdiskutieren können. Und darum kommt natürlich unserem Bildungssystem eine zentrale Rolle bei der Frage, wie kann man Kindern diese Chancen ermöglichen. Und wenn man sich ansieht, anschaut, wie die Entwicklung ist, ob die uns jetzt politisch gefällt oder nicht, also ich habe da jetzt nichts zentral dagegen, aber es mag andere Parteien geben, die haben etwas dagegen, dass Kinder immer häufiger und immer länger in Betreuungseinrichtungen sind. Und wenn ich jetzt einfach einmal sage, das statistische
Bundesamt hat Betreuungseinrichtungen schon einfach unter Bildungseinrichtungen subsumiert. Da ist die Krippe und die Kindertagesstätte schon subsumiert unter dem Label Bildungseinrichtungen. Aber da, glaube ich, haben wir noch einen ziemlich weiten Weg hin. Und den müssen wir gehen. Und ich hoffe, dass wir auch, wenn wir diesen Landessozialbericht dann auswerten, dass wir auch gemeinsam diese Überlegung hier im Landtag vertreten werden. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir in unseren Einrichtungen es ermöglichen, dass auch wenn Eltern vielleicht der deutschen Sprache nicht so mächtig sind oder dass die Bildungsaffinität der Eltern nicht im Zentrum steht, dass wir trotzdem ausreichend Lebenschancen für diese Kinder ermöglichen, was aus ihrem Leben zu machen. Und da darf Geld keine Rolle spielen. Das ist unsere feste Überzeugung. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige politische Aussage. Ob man jetzt mit 100 € mehr oder weniger, was natürlich für die Familien betroffen sind, eine ganz wichtige Entscheidung ist oder Situation ist, ob das die entscheidende Frage ist, am Ende nachhaltig Armut zu bekämpfen oder bei der Frage, gerade bei den Alleinerziehenden, auch andere wichtige Dinge eine Rolle spielen. Das diskutieren wir ja hier auch nicht zum ersten Mal. Und darum glaube ich auch, dass man da ganz genau hinschauen muss. Und ich finde es ein bisschen schade. Also ich finde es gut, dass wir eine Plattform haben, uns an diesem Thema hier abzuarbeiten. Aber Respekt. Also der Antrag der Linke ist natürlich schon, den hätte man sozusagen an einem hat man relativ schnell zusammen, weil er jetzt nicht, aus Ihrer Sicht wahrscheinlich nicht nur falsche Sachen enthält, aber es schreibt sich halt so runter. Und ich finde, wenn man das Thema, und Sie nehmen das ja sicherlich ernst, aber dass man da vielleicht dann doch ein bisschen konkreter werden sollte und nicht einfach sagen sollte, Landesregierung, mach mal einen Aktionsplan, dann wird alles gut. Ich erkenne das Thema an, das Sie hier gesetzt haben. Und ich weiß auch, in meiner Fraktion beschäftigen wir uns auch intensiv mit diesem Thema und werden auch initiativ werden zu diesem Thema. Aber ich finde sozusagen einfach mal eine Überschrift und ein paar Punkte, das kann man machen. Wir haben es nicht gemacht, Sie haben es gemacht. Und wir werden es in der Form allerdings auch nicht unterstützen. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Merz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist, oder ich fange mal anders an. Ich habe, als ich gelesen habe, dass die Koalition, dass die Fraktion DIE LINKE ihren Setzpunkt Aktionsplan gegen Kinderarmut nennen würde und der Antrag noch nicht vorlag, habe ich gedacht, da bin ich jetzt mal gespannt, was da kommt. Und dann habe ich gelesen, was da kam, und ich hätte eine hohe Wette darauf angenommen, dass es einen, den üblichen reflexartigen Gegenantrag der Koalition dazu gibt. Und deswegen ist auch nicht weiter verwunderlich, warum diese Debatte über ein Thema, das an Wichtigkeit eigentlich kaum zu überbieten ist, innerhalb von 20 Minuten auf dem üblichen Niveau von zwei sich widersprechenden Anträgen von zwei sich widersprechenden Fraktionen gelandet ist. Und das ist extrem schade. Jetzt hat der Kollege Rock, glaube ich, einen Versuch gemacht, einen, wie ich finde, guten Versuch, zumindest einmal darüber zu reden, worum es in der Sache geht, und einen differenzierten Blick auf die Sache haben. Ich will das nachher fortführen. Ich will aber vorher ein paar Dinge, eigentlich Selbstverständlichkeiten sagen, die aber in der Debatte in ein paar Sätzen anklangen, die will ich jetzt nicht ganz einfach stehen lassen. Erstens. Kinderarmut ist immer und überall ein Skandal, und in einem reichen Land noch viel mehr. Dazu brauche ich nicht den Blick über die Grenzen in die Elendslager in Libyen oder in die Elendslager auf dem Balkan zu werfen, auf die das UN-Kinderhilfswerk heute wieder hingewiesen hat, sondern es ist in einem reichen Land wie der Bundesrepublik ein Skandal, dass hier Kinder mindestens in relativer Armut leben. Und es ist für die Beurteilung dieses Sachverhalts relativ unerheblich, ob wir jetzt von 18, 19 oder 20 % reden und ob wir an dritter, vierter oder vorletzter Stelle im Bundesranking sind. Jedes Kind, das in Armut lebt, ist eins zu viel. Und diese Kinder,
Weil das, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, so im Nebenher, sie seien unverschuldet in Armut. Ja, was sonst? Was sonst? Womit könnte ein Kind Armut verschuldet haben? Ich will das einfach nur einmal sagen, damit wir solche Sachen nicht so ganz gedankenlos und nebenher sagen. Drittens. Natürlich, Frau Kollegin Ravensburg, ist Kinderarmut immer Familienarmut. Wie sollte es auch anders sein? Wo kämen denn all diese Kinder her, wenn nicht in Familien, die in Armut leben? Und selbstverständlich leben dann die Kinder, und das macht das unverschuldet daran aus, in Armut. Und das ist der Punkt, der nicht hinzunehmen ist. Und jetzt ist der oberste Auftrag jeder staatlichen Ordnung, dafür zu sorgen, dass dieser Zustand zu Ende kommt. Das gilt insbesondere für das, was die Kollegen von der LINKEN in Punkt 1c ansprechen, gewaltfreie Erziehung, Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Ein Staat, der die Kinder nicht schützt, ein Staat, der die Kinder nicht schützen kann, ist nicht wert, ein Staat genannt zu werden. Das haben wir hier in diesem Raum in vielen Debatten auch zu dem Thema Schutz von Kindern vor Gewalt und sexuellem Missbrauch erarbeitet. Und dann will ich an dieser Stelle mal darauf hinweisen, wir haben hierfür einen Aktionsplan. Es gibt einen Aktionsplan gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch. Ja, zumindest heißt das so, Herr Minister. Heißt er nicht so? Doch, gut. Ich wundere mich, weil Sie den Kopf geschüttelt haben. Es gibt einen, der auch auszuwerten wäre und zu evaluieren wäre, aber der ich kenne keine Zahlen, die darauf hinlaufen, dass deswegen wegen dieses Aktionsplans die Situation grundlegend anders geworden wäre. Ich will damit gar keinen Vorwurf verknüpfen. Ich will nur darauf hinweisen, dass die Existenz eines Aktionsplans oder die Existenz eines Papiers, auf dem Aktionsplan steht, noch nichts darüber sagt, ob tatsächlich damit ein Beitrag zur Lösung des Problems geleistet wird, von dem die Rede ist. Umgekehrt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, die Tatsache, dass man an der einen oder anderen Stelle schon auch teilweise durchaus erfolgreiche Programme und Ansätze hat, heißt noch nicht, dass man dem Problem ernsthaft zu Leibe gerückt werden, weil die Frage bliebe bestehen, wenn das alles so ist, wie Sie es beschreiben. Und ja, nicht ganz falsch, es gibt diese Ansätze alle. Wir könnten jetzt im Einzelnen über vieles, mal sehen, wie weit ich noch komme, über vieles streiten, haben auch schon über vieles gestritten, insbesondere was die Kinderbetreuung angeht und manches andere mehr. Die Tatsache, dass es alles dieses gibt, hat auch nicht dazu beigetragen, dass die Kinderarmut in Hessen jetzt nennenswert abgenommen hätte. Also wäre doch sehr viel Anlass, jenseits dieses Ihres Antrags darüber zu reden, warum alle diese Ansätze offensichtlich noch nicht so erfolgversprechend sind, wie sie sein müssten, damit der Skandal der Jugendarbeitslosigkeit aufhört. Also, es gibt sozusagen den umgekehrten Denkfehler auf beiden Seiten dieses Hauses. Und ich hätte und wir hätten ein lebhaftes Interesse daran, dass wir darüber reden, erstens, das, was René Rock eben ein bisschen vertieft hat oder stark vertieft hat, wie ist die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, von Jugendlichen ist in Ihrem Antrag im Grunde nicht die Rede, Sie haben jetzt in der Debatte ein bisschen was dazu gesagt, die Gruppe von Kindern und Jugendlichen überhaupt zusammengesetzt. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich über unter 3-Jährige oder über 16- bis 18-Jährige rede oder Kinder nach dem schulpflichtigen Alter rede, das ist ein großer Unterschied. Und mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, die ich dort gehen müsste. Weil bei den einen geht es darum, dass das Kind nicht in den Brunnen fällt, und im anderen ist der junge Mann oder die junge Frau schon längst im Brunnen drin oder halbwegs auf dem Weg nach ganz unten. Ganz unterschiedliche Ansätze. Also ist darüber zu reden, wer ist das? Welche Lebenssituation? Wo sind die Schwerpunkte? Und dann wäre darüber zu reden, was brauchen wir daran an Daten? Und da muss ich das wiederholen, was René Rock gesagt hat. Ich fand das ein bisschen ärmlich, muss ich sagen, die Anforderungen, die hier auch nur an eine Landessozialberichterstattung und dass das alles berücksichtigt werden muss. Ja, selbstverständlich müsste dieses alles berücksichtigt werden. Ein paar Hinweise darauf, was dabei zu bedenken gewesen wäre oder noch zu bedenken sein wird, wären schon ganz hilfreich gewesen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und da wir die Anträge im Ausschuss haben, will ich ausdrücklich anbieten, dass wir uns zusammensetzen über die Fraktionen hinweg und mal genau das tun, wovon ich jetzt versucht habe zu sprechen, nämlich die Analyse auch auf der Grundlage des Landessozialberichts, eine genaue politische Analyse vorzunehmen,
mit wem haben wir es zu tun? Welche Maßnahmen haben wir in den unterschiedlichen Feldern bisher schon seitens der Landesregierung, seitens der Kommunen, seitens der Träger der freien Wohlfahrtspflege ergriffen? Und warum? Inwieweit haben sie gewirkt? Können wir sagen, ob sie gewirkt haben? Können wir sagen, dass sie nicht gewirkt haben? Welche Bedingungen müssten gegeben sein, damit sie wirken können? Wie bringen wir die Hilfe, die es ja gibt, die es ja häufig gibt, an die Personen, um die es geht, beziehungsweise da, wo es die Hilfe nicht gibt, wie schaffen wir es, sie im Zusammenwirken mit den Kommunen, im Zusammenwirken mit den Organisationen der Freien Kinder- und Jugendhilfe und mit vielen ehrenamtlichen Initiativen, mit vielen Stiftungen zu organisieren und dauerhaft zu organisieren. So, jetzt lassen Sie mich noch zwei, drei Worte sagen zu dem zweifellos zentralen Punkt, über den man sprechen muss, wenn man von Kinder- und Jugendarmut redet. Wir wissen, dass Kinder- und Jugendarmut in Familien vererbt wird. In der Stadt Gießen haben wir drei angestammte soziale Brennpunkte, von denen unser Ehrenbürger, unser früherer Ehrenbürger Horst Eberhard Richter viel geschrieben hat, aber auch andere sich verdient gemacht haben, in denen wir beobachten konnten über Jahrzehnte hinweg, wie Armut sich vererbt und wie sie sich namentlich über Bildungsarmut vererbt, über den schlechteren Zugang zu besseren Bildungschancen. Das ist mit allem, was wir auch da erreicht worden ist, über die Jahrzehnte unter unterschiedlichsten Konstellationen nach wie vor so. Und da beißt ja die Maus keinen Faden ab, dass die Kinder aus einkommensschwächeren Familien, übrigens auch mit kleinen und mittleren Einkommen, und das ist genau der Punkt, René Rock, wo ich sage, dass die kostenfreien Angebote der Kinderbetreuung, der frühkindlichen Bildung auch ein Beitrag zur Prävention von Familienarmut sind, weil die großen Kosten, die hohen Kosten sind in dem Bereich U3. Und hier sehen wir am deutlichsten, wie sozial selektiv das Angebot an Kinderbetreuung im bisher ist. Wir haben das ja auch, ich glaube, im Evaluationsbericht steht es auch, aber wir wissen es auch aus anderen, wir haben es in der Enquete-Kommission herausgearbeitet, Bildung herausgearbeitet, dass wir hier ein extrem sozial selektives, nicht extrem, aber ein stark sozial selektives Nutzungssystem haben. Und es hat etwas mit den Preisen zu tun. Selbstverständlich hat es etwas mit den Preisen zu tun, weil nicht jeder, der sich das nicht leisten kann, zum Jugendamt geht, um bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe die Übernahme zu beantragen, und selbst derjenige oder diejenige, die das tut, es nicht genehmigt bekommt. Wir haben eine Kleine Anfrage, auf deren Beantwortung ich sehr gespannt bin. Mein Kenntnisstand ist, dass das gilt übrigens auch für den Bereich, und so viel auch zu dem Punkt in Ihrem Antrag, Frau Kollegin Ravensburg, das gilt auch für den Bereich der Nachmittagsbetreuung an Schulen. Der Pakt für den Nachmittag und alles, was damit einhergeht, und vieles andere außerhalb des Pakts für den Nachmittag, ist kostenpflichtig. Wir haben herausgearbeitet in einem Berichtsantrag, dass die Kosten in dem Bereich zwischen 40 und 260 € betragen. Und nun gehen Sie einmal zu einem Jugendamt und beantragen die Übernahme der Kosten dafür. Beantragen Sie das einmal für ein Kind von Flüchtling, für ein Flüchtlingskind. Da werden Sie Ihr blaues Wunder erleben, was da für eine Freude aufkommt, wenn diese Kosten übernommen werden sollen. Das heißt, Herr Merz, kommen Sie bitte ich komme zum Ende. Das heißt, wenn man all dies anpacken will, dann ist auch, aber natürlich nicht nur, auch der Punkt wäre, da könnten wir weitere 5 bis 10 Debatten hier im Landtag führen, zu vertiefen. Aber ich bleibe dabei, dass eine Entlastung der Familien insgesamt nicht nur eine Entlastung der Familien ist, sondern auch einen höheren Anreiz bietet, Kinder früh in Förderinstrumente wie die Kinderbetreuungseinrichtungen zu bringen, und dass das dann ein Beitrag zur Durchbrechung der Spirale der Kinderarmut durch Bildungsarmut ist. Ansonsten mein Angebot steht, sich darüber weiter fraktionsübergreifend zu verständigen. Danke schön. Danke, Herr Merz. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht jetzt Herr Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde überraschend positiv, dass es tatsächlich doch eine sehr sachliche Diskussion geworden ist über Kinderarmut. Das ist nicht immer selbstverständlich, wenn es darum geht, das Wort Skandal zu benutzen. Aber ich kann mich trotzdem den Vorrednern anschließen. Es ist natürlich insgesamt ein Skandal,
dass wir so viele arme Kinder haben. Ich würde gerne auch einen Schritt weitergehen bei den Gemeinsamkeiten hier im Saale. Ich glaube, dass jedes arme Kind, ein armes Kind, jedes Kind, das in Armut lebt, ein Kind zu viel ist, und dass wir alle, die wir hier im Raum sitzen, alles unser politisches Engagement und unsere politischen Ziele dahingehend doch sehr weitgehend übereinstimmen, dass wir diese Kinderarmut vermeiden wollen, reduzieren wollen und zukünftig möglichst gar nicht mehr haben wollen. Darüber sollte doch Einigkeit bestehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es ist jetzt viel gesprochen worden, und auch Kollege Merz, Kollege Rock. Warum aber reden wir so viel von Kinderarmut, wenn es doch eigentlich selbstverständlich ist, dass es Familienarmut ist? Was macht es so skandalös, dass das Kind in Armut lebt, wenn man weiß, dass die Familie in Armut lebt? Und warum ist das weniger skandalös, wenn es die Familie ist? Ich finde es in hohem Maße bedauerlich, zunächst einmal, ob es ein Skandal ist oder nicht, dass Menschen sich ihr eigenes Einkommen nicht erwirtschaften können, dass sie deshalb in SGB II-Bezug fallen. Und genauso ist ja auch die Armut definiert, dass sie hier heißt, ich zitiere, die Armutsdefinition, sozialstaatlich definierte Armutsgrenze, nach der diejenigen Kinder als arm gelten, die in einer Bedarfsgemeinschaft leben, also in einem Haushalt, der Leistung nach dem Sozialgesetzbuch, zweites Buch, Grundsicherung usw. so erhalten. Das heißt, diese Menschen schaffen es nicht aus unterschiedlichen Gründen, ihr eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Das ist der Ansatzpunkt Nummer eins. Ich finde, da hat das, was ein Land tun kann, und das ist vielleicht auch noch eine Seitenbemerkung. Ich glaube, dass jede politische Ebene, die Kommunalpolitik, die Landespolitik wie die Bundespolitik, alle ihre Hausaufgaben zu erledigen haben. Und, Herr Merz, Sie sprechen Sie ja selbst an. Ich habe auch sehr lange Kommunalpolitik gemacht. Sie machen Kommunalpolitik in Gießen. Wir können es gerne mal an einem Beispiel machen. Selbst wenn Sie sagen, wir haben soziale Brennpunkte seit Jahrzehnten in Gießen, die haben wir auch in Frankfurt. Aber dass es die jahrzehntelang gibt, bedeutet ja auch, dass man jahrzehntelang etwas nicht gelungen ist, nämlich sie aufzulösen. Dass es beispielsweise immer noch Orte gibt, in denen es eine Zusammenkunft gibt von Menschen, die ein geringes Einkommen haben, die dadurch offensichtlich auch es nicht gelingt, in ihren Netzwerken einen besseren Bildungszugang zu bekommen, da rauszukommen. Und da das so ist, könnte man ja auch genauso gut sagen, da muss man auch mal dringend nachgucken, warum gelingt es uns immer und immer wieder nicht in jeder Stadt, in jeder Konstellation, die wir regieren, diese sozialen Brennpunkte nicht aufzulösen. Dann hätten wir die Armut ja bekämpft. Und da es nicht gelingt, finde ich, ist es genauso eine kommunalpolitische Aufgabe. Es ist eine bundespolitische Aufgabe, die Frage der Regelsätze zu diskutieren. Wir haben in der Bundestagsfraktion auch klare Anträge im Bundestag eingebracht, dass wir die Berechnungsgrundlagen für falsch haben. Das muss die Große Koalition, die jetzt schon im achten Jahr regiert, muss sie auch beantworten, warum sie diese Berechnungsgrundlagen nimmt, die wir auch in der Bundestagsfraktion mehrfach kritisiert haben als nicht auskömmlich, auch gerade was der Bedarf für Kinder ist. Auch das ist eine Hausaufgabe, die auf einer anderen Ebene zu erledigen ist. Und, Herr Bocklet, Herr Merz möchte Ihnen eine Frage stellen. Vielleicht zum Ende meiner Ausführung. Ich würde gerne den Gedanken fortspielen. Und ich will uns auch sagen, dass wir als Land Instrumente haben, mit denen wir auf Armut, deren Symptome reagieren können. Und wir können bei der Armut darüber nachdenken, wie vermeiden wir, dass Kinder, die jetzt in solchen Bedarfsgemeinschaften sind, selbst es auch gelingt, nicht immer in Armut zu bleiben. Und das sind die beiden Handlungsansätze. Und ich finde, dass wir das auch in unserem Antrag etwas beschreiben. Wir haben hier gesagt, dass wir in einer Fülle von Maßnahmen das Thema angehen. Ich meine, über Schulpolitik kann man lange und trefflich streiten. Dass sie verbesserbar ist, ist auch unbestritten von niemandem. Dass man länger arbeitet, dass wir bessere Schulen brauchen, noch mehr gemeinsamen Unterricht, noch intensiver, noch weniger Schulabbrecher, bessere Bildungsabschlüsse. All das daran wird gearbeitet. Das ist natürlich die Prävention zur Verhinderung der Verstetigung der Kinderarmut, dass die Kinder selbst es schaffen, da rauszukommen. Wir haben dann Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz finden, keine Abschlüsse machen. Da gibt es eine Fülle von Programmen, die sich dieser Frage widmen. Also, das wird man auch nicht bestreiten wollen, dass sich hier das Land aus der Verantwortung zieht. Wir wissen, dass jedes zweite Kind in Armut lebend aus einem Haushalt einer Alleinerziehenden kommt. So, das ist die Frage, wie gelingt es also, dass Alleinerziehende die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinbekommen? Also, da das niemand beschreibt, auch Sie, Herr Kollege, hinten, dann ist es doch eine Sache, wie geht man das Stück für Stück konzentriert, wie lange arbeitet man das ab? Und ich habe jetzt auch nicht den Vorwurf gehört, dass hier im Land Hessen nichts passiert. Selbst Sie von der LINKEN haben das nicht so formuliert als Vorwurf. Deswegen finde ich es spannend zu sagen, die These, wo haben wir die Ansätze und wo führen sie offensichtlich nicht zu mehr Erfolg?
Also, wir haben eine Umorientierung in der Schulpolitik. Es gibt eine ganz, mehr und mehr Ganztagsschulen, es gibt mehr und mehr Nachmittagsbetreuung. Wir haben eine Verbesserung bei den Arbeitsmarktprogrammen, bei der Jugendausbildung, bei Abbrecher, weniger Abbrecher. Wir haben eine Fülle. Wir haben in der Kinderbetreuung viel mehr Betreuungsplätze, eine immense Anzahl von Kinderbetreuungsplätzen in den letzten Jahren von unter Dreijährigen. Wir haben die Ganztagsplätze ausgebaut. Also die Kinderbetreuung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist noch mehr möglich geworden. Und wir haben bei den Familienzentren ist jetzt flächendeckend gefördert worden. Wir haben beim Wohnungsbau ist natürlich auch eine große Frage, wenn das Familienbudget für eine zu teure Wohnung draufgeht. Auch hier ist jetzt noch einmal etwas passiert, gerade in den letzten Jahren im Haushalt. Wenn man diese ganzen Maßnahmen nimmt, finde ich, muss man jetzt nicht Selbstbeweihräucherung sagen. Ich sage es noch einmal. Es muss noch mehr passieren, weil die Zahlen so sind, wie sie sind. Es sind immer noch zu viele Kinder in Kinderarmut, noch zu viele Familien in Armut. Aber es passiert eine Menge, und wir sind der Meinung, wir wollen da noch verstärkt rangehen. Und jetzt kommt, Herr Merz, Ihr Gesprächsangebot nehmen wir gerne auf, führen es sogar gerne weiter. Ich würde es aber gerne dann tun, wenn der Landessozialbericht, wie angekündigt, kommt, mit dem Schwerpunkt Kinderarmut. Der wird um den Sommer herum vorliegen. Mit dem Schwerpunkt. Der wird auch so vorliegen, dass er uns sogar Handlungsempfehlungen geben wird. Im Vergleich zum ersten, noch vor 4-5 Jahren veröffentlichten Landessozialbericht, wird es auch um Handlungsempfehlungen geben. Und dann werden wir hier alle zusammen die Frage der Ursache, der präzisen Ursache von Kinderarmut hier in Hessen, wo findet sie lokal statt, wie stark ist sie eigentlich verstetigt. Wir wissen auch, dass Kinderarmut immer mehr stärker zunimmt, dass Kinder länger in Armut bleiben, nicht nur 1-2 Jahre, sondern 3-4-5 Jahre. Also wo greift man zu? Und ich bin wirklich daran interessiert, dass die Maßnahmenfülle, die wir auch in unserem Antrag beschrieben haben, dass die so verbessert wird und so präzise wird, dass wir vielleicht signifikante Ergebnisse haben, dass es weniger Armut davon gibt hier in Hessen. Und dazu finde ich, ist es der richtige Ansatz, einen Sozialbericht hier vorzulegen, der sich dem Schwerpunkt Kinderarmut widmet, der sich den Schwerpunkt gibt, dann auch Handlungsempfehlungen auszuarbeiten. Und wir stehen dann selbstverständlich einem Ideenwettbewerb offen gegenüber, was können wir noch verbessern. Und natürlich stehen wir auch den Gesprächsangeboten offen gegenüber, mit den Akteuren dann in einer Anhörung dieses Landessozialberichtes, die es sicherlich geben wird, dann natürlich zu diskutieren, was machen wir jetzt, damit die Kinderarmut in Hessen geringer wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Insofern beschreibt unser Antrag das genau, wie ich es formuliert habe. Wir wollen diesen Landessozialbericht mit Schwerpunkt Kinderarmut abwarten. Zweitens. Wir weisen darauf hin, dass schon einiges getan wird. Wir haben hier 7 Spiegelstriche herausgegriffen. Es hätten sicherlich auch 27 sein können oder 28, je nachdem, wie ganzheitlich man das Thema Armut diskutiert. Und ich sage noch einmal, das, was man tut, ist nie genug, solange wir noch Kinder- oder Familienarmut haben. Und wir als Fraktion von CDU und GRÜNEN haben vereinbart, dass dieses Thema ganz oben auf der Tagesordnung bleibt, im täglichen Regieren, im täglichen Handeln, aber auch in der Perspektive und in dem Ausblick, was wir anpacken wollen. Ich glaube, das Gesprächsangebot ist offen und ehrlich. Es ist kein Thema für ein kleines politisches Karo, sondern dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir in den nächsten Jahren andere Zahlen der Armut in Hessen und der Kinderarmut in Hessen haben. Das ist unser ehrliches Interesse, ich hoffe, von uns allen. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Bocklet. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Merz gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe ein Missverständnis produziert, das ich so nicht stehen lassen wollte, das mir aber auch Gelegenheit gibt, einen Gedanken zu vertiefen, der, wenn wir denn tatsächlich in die Gespräche, von denen wir jetzt geredet haben, einstreiten, vielleicht nützlich ist. Die Situation in den sozialen Brennpunkten habe ich sozusagen als Beispiel für das Entstehen eines Problems angezogen. Selbstverständlich hat sich die Stadt Gießen schon vor 30 Jahren auf den Weg gemacht, diese Brennpunkte zu sanieren, mit Unterstützung des Landes, mit massiver Unterstützung des Landes ab einem bestimmten Zeitpunkt mit einem eigenständigen Landesprogramm zur Sanierung, zur baulichen und sozialen Sanierung der sozialen Brennpunkte, mit einem Bündel von Maßnahmen, das gezielt auf die Lebenssituation in diesen drei Brennpunkten, ehemalige Obdachlosensiedlungen mit teilweise einer 70-, 80-jährigen Geschichte, entstanden aus Eisenbahnwagensiedlungen am Ende der Weimarer Republik und manches mehr, der Situation dort zu Leibe zu rücken. Und vor allen Dingen
unter Beteiligung der Betroffenen mit einem größtmöglichen Maß an Mitbestimmung der Betroffenen in Mieterräten und in einem gemeinsamen Sanierungsbeirat. Man kann aus dem Beispiel sehr viel lernen, sowohl von Maßnahmenarten als auch von Prozeduren. Darauf wollte ich hinweisen, und die Ergebnisse lassen sich sehen. Ich kann mich noch erinnern, wie in einer der Siedlungen gefeiert wurde, als das erste Mädchen dort sein Abitur gemacht hat. Das hatte es seit Menschengedenken nicht gegeben. Es ist dort gelungen, die Jugendkriminalität, die Kinder- und Jugendkriminalität unter den Gießener Durchschnitt zu bringen. Ich weiß nicht, wie die Zahlen im Moment sind, aber es war so. Und die Lebens- und die Wohnsituation ist verbessert worden. Und die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, ein großes Thema, ist verbessert worden. Das heißt, wir müssen das auch in den Blick nehmen. Ich habe gesagt, dass wir den Landessozialbericht in unser Kalkül mit einziehen müssen, übrigens auch den Bericht der Enquetekommission, der im Herbst kommt. Auch da beschäftigen wir uns ja mit Aspekten von Bildungsarmut. Und ich glaube, ein Satz noch, Herr Präsident. Aber bitte einen kurzen. Ja, ja, dass wir vielleicht dann auch darüber, wenn wir es ernst meinen, darüber nachdenken wollen, ob die übliche parlamentarische und Ausschussbeschäftigung dem adäquat ist oder ob wir nicht eine andere Form der Beauftragung brauchen. Danke schön. Danke, Herr Merz. Herr Bocklet, wollen Sie antworten? Sie haben zwei Minuten. Herr Minister, Herr Präsident, Herr Merz, Sie haben eine Kurzintervention, ist in der Regel ein Bezug auf den Vorredner. Ich habe den jetzt rausgehört, und ich möchte Ihnen deswegen auch darauf gerne antworten. Ich habe das gar nicht kontrovers gemeint, weil ich natürlich weiß, genau. Ich weiß, dass die Stadt Gießen, natürlich weiß ich, wie viel die Stadt Gießen dafür getan hat. Ich kann Ihnen gerne aus 15 Jahren Engagement als Sozialpolitiker in der Stadt Frankfurt davon berichten, was wir im Gallus getan haben, in Griesheim getan haben, in vielen anderen Bereichen. Aber ich gebe auch ganz offen zu, dass, obwohl wir seit Jahrzehnten diese Programme machen, wir in Frankfurt, Sie in Gießen, stehen wir doch immer noch vor dem Phänomen, dass wir dort immer noch Brennpunkte haben, in denen es immer noch anders ist als in anderen Stadtteilen. Lassen Sie es neutral so stehen. Und es bleibt doch ein Phänomen, dass es uns nicht gelingt, trotz massives Einsatzes gewisse Erfolge zu feiern. Sie haben das genannt. Ich habe jetzt selbst war Gast bei einem Projekt in Hattersheim, das sich genau das Monitoring zum Ziel setzt. Die sagen, dieses Quartier in Hattersheim, wir wollen als ein Ziel, dass in 5 Jahren wir mehr Kinder haben, die einen höheren Schulabschluss haben als bisher. Wenn sie bisher keinen hatten, sollen sie eine Hauptschule, wenn sie Hauptschule, Realschule, Abitur haben. Und sie wollen das tatsächlich probieren. Das sind so Ansätze, wo ich mir wünsche, dass sie viel Erfolg haben werden in den nächsten 5 Jahren und wo wir dann am Ende durch bessere Schulabschlüsse, bessere Einkommen tatsächlich diese Stadtteile eines Tages kein sozialer Brennpunkt mehr ist, sondern weil sie so gute Einkommen haben, dass dann auch Geschäfte, andere Geschäfte hinziehen, dass das Ganze sich auflöst. Und genau um diesen Wettbewerb von solchen guten Ideen geht es uns. Und das ist nicht ein Gegeneinander-Ausspiel. Und es geht aber auch darum zu schauen, wie viele Gelder geben wir eigentlich wohin, wo überhaupt nichts dabei rauskommt. Das gehört vielleicht auch zur Wahrheit dazu, dass viel Geld auch nicht immer viel bringt, sondern wir vielleicht viel präziser auch mal über Verbindlichkeiten reden müssen, über Teilnahmepflichten, nicht nur über die Rechte und die Anreize, sondern auch Pflichten. Ich glaube, Herr Bocklet, wir waren sehr großzügig, was die Inhalte anbelangt, was die Redezeit anbelangt. Ich habe mich wenigstens auf meinen Vorredner bezogen. Ich wollte deswegen nur sagen, die skandinavischen Modelle, die sprechen von sozialpolitischen Evaluationen, die auch unter Umständen mal zu massiven Veränderungen von Programmen führen. Auch dieser Diskussion sehe ich hoffnungsfroh entgegen. Danke schön. Danke, Herr Bocklet. Jetzt spricht der Staatsminister Grüttner, unser Sozialminister. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon viel über die Fragestellung des Landessozialberichts eben gesprochen worden. Ja, er kommt, der zweite. Er wird im Herbst 2017 vorgelegt werden. Und wie hinlänglich bekannt, wird er sich dem Schwerpunktthema Kinderarmut widmen. Durch eine sehr differenzierte soziodemografische und regionalisierte Betrachtung gibt es, so hoffe ich, Auskunft über die Vielfalt, aber auch über die Verschiedenartigkeit sozialer Problemlagen. Und neben der Fortführung von bewährten sozialpolitischen Maßnahmen der Landesregierung, vor allem im Bereich der Bildungs-, Familien-, Arbeitsmarkt- und Wohnraumpolitik, wird es in Zukunft eines über den vorliegenden Antrag hinausgehenden Handlungsprogramms gegen Kinderarmut bedürfen, das soziodemografische, typusbezogene, regionale und lokale Aspekte dann auch mit berücksichtigt. Und unabhängig von der differenzierten Betrachtung, die
über den Landessozialbericht mit diesem Schwerpunktthema dann notwendig ist, sind zwei Befunde, denke ich, vollkommen unstrittig und vollkommen klar. Herr Merz hat von der vererbten Armut gesprochen, und es ist eine abgeleitete Armut. Es hängt sehr viel mit der Fragestellung von Familienstrukturen zusammen, aus denen Kinder herauskommen, wenn es um Armut geht. Und wir wissen, dass es an dieser Stelle zwei Gruppen von Personengruppen gibt, bei denen das Risiko, dass damit, weil es in der Familie prekäre Verhältnisse gibt, dann auch Kinderarmut und Jugendlichenarmut vorhanden ist, gibt. Das ist einmal sehr unverschuldet logischerweise der Bereich der Alleinerziehenden. Und wir müssen uns überlegen, welche Ansätze über den massiven Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen bis hin zu der Frage der Gestaltung der Konditionen in Kindertagesstätten hinausgehend wir dort noch Ansätze zeigen können, um eine bessere Vereinbarkeit von dann auch Familie und Beruf, Alleinerziehendentum und Beruf, dann auch tatsächlich herstellen zu können. Und der zweite Bereich ist schlicht und einfach der Bereich auch noch der Langzeitarbeitslosen. Und deswegen, wenn wir über Kinder- und Jugendarmut sprechen, dann müssen wir nicht nur die betroffene Person oder Persönlichkeit in den Blick nehmen, sondern wir müssen letztendlich auch das soziale und familiäre Umfeld mit in den Blick nehmen, um hier Lösungsansätze zu finden, die letztendlich Kinderarmut oder Jugendarmut dann auch vermeiden helfen. Und als wir aufgesetzt haben, ein Programm insbesondere zur Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in Arbeit, war einer der wesentlichen Gründe, dass wir gesagt haben, welche Zukunftsperspektiven haben denn Kinder und Jugendliche, wenn sie wissen, dass ihre Erziehungsberechtigten, sag ich mal, ihre Familienangehörigen in einer Langzeitarbeitslosigkeit sind. Und dass an dieser Stelle dieses Stück Hoffnungslosigkeit sich dann leider auch vererbt. Und mit dieser vererbten Hoffnungslosigkeit, mit dem Nichtvorhandensein von Vorbildfunktionen in verschiedenen Bereichen oder dem eingeschränkten Vorhandensein von Vorbildfunktionen, wir natürlich die Startchancen von Kindern und Jugendlichen in einen eigenen Bereich unglaublich erschweren. Und deswegen auch dieser Ansatz, insbesondere sich um eine Gruppe von Langzeitarbeitslosen zu kümmern, ihnen eine Perspektive zu geben, natürlich nicht nur ihnen persönlich, sondern der Ansatz und die Intention dahinter war immer gewesen, die Familie dann auch mit in den Blick zu haben und damit eine Chance auch einer Perspektive und Vorbildfunktionen bieten, solche Perspektiven dann auch tatsächlich zu schaffen. Und die Ansätze, die wir auf den Weg gebracht haben, sind an dieser Stelle ja durchaus vielversprechend. Und deswegen gibt es an der Stelle eben auch die Frage zu betrachten, neben einer eher größeren Betrachtung, welche unmittelbaren Hilfestellungen man geben kann und natürlich auch die Frage mit zu betrachten, wer hat welche Verantwortlichkeiten. Also wenn es um die Frage Grundsicherung und Regelsätze geht, werden wir sicherlich einen Einfluss haben auf bundespolitische Maßnahmen, aber sie liegen nicht in der Kompetenz der Landesregierung. Und das muss man halt an der Stelle einfach konstatieren. Und deswegen ist es möglicherweise auch gut dargestellt. Ich weiß ja, es gibt von vielen Wissenschaftlern und auch von manchen Liga-Vertretern die Forderung sozusagen einer eigenen Kindergrundsicherung. Da sind auch Beträge von 500 € dann im Gespräch, mit denen dann versucht werden soll, dieses auf den Weg zu bringen und alle anderen außer dem Elterngeld familienbezogenen Leistungen dann damit hingehen, zusammenzufassen. Aber machen wir uns kein X für ein U vor. Wir waren alle und sind alle sehr stark in der Frage auch von sozialen Brennpunkten, von Kommunalpolitik, von unmittelbarer Begegnung mit solchen Personengruppen betroffen. Wir müssen auch darauf achten, wenn wir Geldleistungen zahlen, dass sie im Interesse der Kinder eingesetzt werden. Und da haben wir eine ganz massive Aufgabe, an dieser Stelle auch aufmerksam zu sein. Und deswegen muss man sagen, die Geldleistung alleine kann nicht immer der Weisheit letzter Schluss sein, sondern man muss dann auch die Fragestellung des Einsatzes dieser Geldleistung mit im Blick haben, weil wir ansonsten durchaus eine doppelte Schwierigkeit irgendwann erzeugen. Und deswegen sage ich, das, was wir auf den Weg gebracht haben in der Landeskompetenz, ist eine ganze Reihe. Das ist die Fragestellung einer permanenten Ausbau des Betreuungsangebotes. Wir fördern insbesondere einkommensschwache Familien und Migrantenfamilien durch die Fachberatungsstellen für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung. Für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren, die schlecht Deutsch sprechen, wurde das Programm Sprachförderung im Kindergartenalter aufgelegt. Die vom Land geförderte Kinder- und Jugenderholung ermöglicht es benachteiligten Kindern und Jugendlichen, an Ferienfreizeiten, Zeltlagern usw. teilzunehmen.
Wir haben die Leistungen des Bundes im Bereich Bildung und Teilhabe, von denen rege Gebrauch gemacht wird. Immerhin 78% in der Altersgruppe der 6- bis 18-Jährigen in Hessen nehmen Leistungen von Bildung und Teilhabe wahr. Das ist eine sehr große Zahl, also Prozentzahl, wenn man weiß, mit welchen wir gestartet sind. Wir haben uns im Bundesrat natürlich für eine neue und deutlich erweiterte Unterhaltsvorschussgesetz als Land Hessen mit eingesetzt. Auch dieses ist ein Teil, der zur Fragestellung von Armutsvermeidung oder auch der Linderung von Armut beitragen kann. Natürlich ist Beitragsfreiheit eines Kindergartenjahres, das wir hier im dritten Kindergartenjahr haben, auch ein Punkt, der Familien zugutekommt. Wir sind mit den frühen Hilfen unterwegs, in denen wir bereits frühzeitig in Familien gehen und Hilfestellungen leisten. Wir haben in der Fragestellung der armutsgefährdeten Familien, von denen wir wissen, dass sie häufig überschuldet sind, das Netz der Schuldnerberatungsstellen ausgebaut. Auch das ist eine Hilfestellung zur Armutsvermeidung oder zur Bekämpfung. Insofern denke ich, dass wir neben der Frage Wohnbauprogramm, die Fragestellungen von Mietpreisbremse und anderem mehr ein ganzes Bündel von Maßnahmen in Hessen aufgelegt haben, die nicht unmittelbar auf den ersten Blick mit der Frage zu tun haben, dass damit Instrumente auf den Weg gebracht haben, die auch Kinder- und Jugendarmut an dieser Stelle vermeiden helfen oder lindern zu helfen. Deswegen noch einmal mein Appell, das eher in einem größeren Rahmen zu diskutieren. Ich denke, dass es auch interessant sein kann, über den Vorschlag nachzudenken, wenn Sozialbericht und Enquetebericht vorliegt, ob es nicht eine Möglichkeit in einer zusammengeführten Diskussion, möglicherweise auch in einem anderen Rahmen als in einer Ausschusssitzung, dieses Thema noch einmal intensiver zu bearbeiten. Weil eines ist vollkommen klar, und das, glaube ich, eint uns alles. Jedes arme Kind, das in Hessen lebt, ist eines zu viel. Danke schön, Herr Grüttner. Der Antrag der Fraktion DIE LINKE geht in den Sozial- und Integrationsausschuss. Was machen wir mit dem Antrag der Regierungsfraktionen? Auch in den Ausschuss, also beide Anträge in den SIAP.